Was ist Sponsoring? Das sind wieder die türkischen Fragen, die mit ist daherkommen. Wenn man die Frage so nimmt, wie sie kommt, was ist Sponsoring, dann müsste man zunächst einmal sagen, das ist ein PR-Instrument. Oder auf Deutsch ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Das wäre schon mal die erste Antwort. Jetzt fragt der Prüfer weiter, können Sie das mal genauer beschreiben? Dann sagen wir, okay, Sponsoring bedeutet, Komma, dass ein Sponsor einen gesponsorten der dir die Sponsorleistung empfängt. Sieht ein bisschen komisch aus, das Wort. Ein gesponsorten hat mit Sorten nichts zu tun. Ja, es bedeutet, der die Sponsorleistung empfängt, dass ein Sponsor einen gesponsorten unterstützt. Wie Geld oder auch Sachleistungen. Ja, zum Beispiel, wenn es hier um Sport geht, dann stellt der Sponsor die Ausrüstung zur Verfügung. Bei einigen Sportarten gibt es ja durchaus sehr aufwendige Ausrüstungen und da stellt der Sponsor die Ausrüstung zur Verfügung, zum Beispiel. Ja, das wäre denkbar. So, und was macht der Gesponserte dafür? Der Sponsor gibt also dem Gesponserten Geld oder stellt Sachleistung zur Verfügung und der Gesponserte, halten wir es mal allgemein, agiert imagefördernd im Sinne des Sponsors. Und wie kann man das machen? Zum Beispiel Tragen des Logos. Ja, vielleicht auch mal die Skier in die Kamera halten oder solche Dinge. Ja, wenn Sie mal darauf achten, gibt es da ja so einiges. Ja. Fördernd wollte ich sagen. Also der Gesponserte agiert imagefördernd im Sinne des Sponsors, zum Beispiel durch Tragen des Logos auf seinem Trikot oder durch Zeigen der Ausrüstung, auffällig, unauffällig. Ja, solche Dinge. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.